Friedemann, hast du es? Ja. Also auch hier. Also auch hier 2,5 Runden, genau wie eben bei den Frauen. Und jetzt denken wir, dass wir so in dem Bereich 2,25, 24, 25 vielleicht bleiben werden bei den schnellen Männern, bevor wir dann zu einem richtig stark besetzten A-Finale kommen. Aber konzentrieren wir uns das, was hier unterwegs ist. Zwei Jugendliche, der Rest bei den Männern unterwegs. Durchgang 27 Sekunden über die schnelle Meter. So, jetzt können wir schon einklatschen hier auf der Geraden. Auf geht es. Jawohl, hopp, hopp, hopp. Adrian König Rannenberg an zweiter Position. Dahinter Jonas Peller. Durchgang 58 Sekunden, 57,5 etwa. Also auf Position 2. Jetzt schon der deutsche U18-Meister der 500 Meter, Jonas Föller. Jawohl, auch die Stimmung da drüben ist gut. Da wir jetzt auf die 600 Meter zugehen. Durchgangszeit 600 Meter, 1,27. Also, wir sind immer noch im Bereich von 2,25, 26. Wir wollen mal schauen, was auf den letzten Meter geht. Jetzt gegen den Wind. Auf der Tribüne geladen. Da brauchen wir eure Unterstützung. Der Wind kommt von vorne. Kommt, Jungs, nochmal. Auf geht's. Adrian König Rannenberg bei den Männern. Dahinter mit der 54, Jonas Föller. Durchgang 1,57. Melton Schneider noch mit dabei. Jonas Föller gegen Melton Schneider. Der eine U20-Athlet, Melton Schneider, im ersten Männerjahr. Und da kommt da einer von hinten, da kommt da angeflogen, das wird ganz eng. Und die hat so jetzt geantwortet schon. Bei 2:26:41, da wird Jonas Föller noch abgefangen, nachdem er hier lange Zeit...